Es war einmal. Nun, ich sehe gar keine Kinder. Wo seid ihr? Seid ihr überhaupt da? Und hören kann ich auch gar keinen. Kinder, seid ihr da? Ich habe nichts gehört. Seid ihr auch wirklich da? Ich habe noch nichts gehört. Nun dann wird wohl der Märchenerzähler die Märchendrossel wieder davonfliegen. Oder seid ihr doch da? Ja, wie schön. Dann wird euch heute die Märchendrossel ein Märchen vom fernen, fernen Zarenreich erzählen. Dickes russisches Märchenbuch mit Drachen, Pferden und einer goldenen Feder. Nun, das von der goldenen Feder soll es sein. Vor langer Zeit lebte Wassili, der Schreckliche. Doch, liebe Kinder, wie fängt tatsächlich ein Märchen an? Dann breitet mal alle kräftig eure Arme aus. Und bei drei. Es war einmal. Na nochmal, das muss doch noch viel, viel lauter gehen. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte Iwan Wassili, der Zar der Schreckliche. Er hatte drei Söhne. Die beiden älteren Brüder, Fjodor und Peter, waren überheblich und taten sich gern wichtig. Der Jüngste jedoch war einfach und lustig und liebenswürdig. Der Palast des Zaren war umgeben von einem großen Garten, in dem ein Apfelbaum stand, der goldene Äpfel trug. Der Zar bewachte diesen Baum streng und kam jeden Morgen, um die goldenen Früchte zu zählen und zu kontrollieren, ob alle noch an den Ästen hingen und nicht beschädigt waren. Eines Tages wollte er sich wieder einmal davon überzeugen, ob alles in Ordnung sei. Da sah er, dass drei Äpfelchen fehlten. Es war ein Dieb in den Garten gelangt und hatte die drei goldenen Früchte gestohlen. Zar Wassili wurde sehr wütend. Er befahl seinen Söhnen, den Apfelbaum nachts zu bewachen und so den Dieb ausfindig zu machen. In der ersten Nacht übernahm Fjodor Zarewitsch die Wache, der Älteste. Er legte sich in einem weichen Heu auf und deckte sich mit seinem Mantel zu und fiel in einen tiefen Schlaf. Er sah keinen Dieb, hörte keine verdächtigen Laute und trotzdem musste er am Morgen feststellen, dass drei der goldenen Äpfelchen fehlten. In der zweiten Nacht war Peter Zarewitsch an der Reihe, der Zweitgrößte.
Er legte sich auf ein Federbett, deckte sich mit einer Decke zu aus Zobelpelz und fiel einen noch tieferen Schlaf. Er hörte nichts, sah niemand und trotzdem kam der Dieb auch in dieser Nacht wieder und stahl 3 goldene Äpfelchen. In der dritten Nacht übernahm der Jüngste, Iwan Zarewitsch, die Wache. Er setzte sich in eine Ecke auf einen Baumstumpf. Es war so kalt, dass er kein Auge zutun und den Kopf nicht zum Schlaf senken konnte. So verging die Zeit auf seinen unbequemen Baumstumpf. 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Auf einmal wurde es im Garten ganz hell, als ob er in Flammen stünde. Jeder Grashalm war deutlich zu erkennen. Da kam der Feuervogel mit seinen goldenen Federn, den Feuerschnabel und den Kristallaugen angeflogen und begann an den goldenen Äpfelchen zu picken. Iwan Zarewitsch schlich sich von hinten an und hielt den Vogel am Schwanz fest. Der Feuervogel zuckte zusammen, hackte nach Iwan Zarewitsch mit seinem Feuerschnabel, riss sich los und flog davon. Doch der Junge behielt eine Feder in der Hand. Sie leuchtete. Und am frühen Morgen ging er zum Vater, den Zar, und zeigte ihm die Feuer. Doch der Vater sprach nur: Weshalb hast du den Feuervogel nicht gefangen? Weshalb hast du den Dieb nicht bestraft? Mach dich sogleich auf den Weg und suche den Feuervogel in der weiten Welt. Bringe ihn mir, damit er in meinen Gemächern singe und mir in dunklen Nächten leuchte. Wenn du diesen Feuervogel aber nicht findest, werde ich dir mit meinem Schwert den Kopf abschlagen. So blieb Iwan Zarewitsch nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Er nahm sein Pferd und ritt los. Er ritt und ritt, was im Märchen nur eine kurze Zeit ist, im Leben eine Ewigkeit, bis an eine Kreuzung er kam, die sich in 3 Wege gabelte. An der Weggabelung lag ein Stein, auf dem geschrieben stand: Wer geradeaus reitet, tötet sich und sein Pferd. Wer links abbiegt, tötet sich selbst, aber sein Pferd überlebt. Wer rechts abbiegt, überlebt, aber sein Pferd stirbt. Iwan Zarewitsch dachte erst nach und bog dann mit seinem Pferd nach rechts ab. Auf einmal kam ein grauer Wolf dahergelaufen. Er sah Iwan Zarewitsch erst gar nicht an, sondern tötete das Pferd und verschwand im Wald. Iwan Zarewitsch ging zu Fuß allein durch den Wald und weinte. Er kam bis zu einem breiten Sumpf, den er nicht so einfach überqueren konnte. Es gab jedoch auch keinen Weg mehr zurück. »Ach, du grauer Wolf, du hast mich getötet«, sprach Iwan Zarewitsch und weinte. Da antwortete der Wolf: Sei mir nicht böse, Iwan Zarewitsch, dass ich dein Pferd getötet habe, aber ich möchte es wieder gut machen. Setz dich auf meinen Rücken und halte dich gut fest. Der große Wolf und Iwan Zarewitsch. Iwan Zarewitsch setzte sich auf den Rücken des Wolfes und rannte los und rannte schneller als sein Pferd. Er lief über Sümpfe, der Wolf, Wälder, über hohe Berge. Er lief und lief, bis er mal Iwan Zarewitsch vor einer hohen Steinmauer stand. So, Iwan Zarewitsch, nun steige ab und klettere über diese Wand. Dahinter befindet sich ein Garten und in diesem Garten sitzt auf einer Tanne in einem vergoldeten Käfig der Feuervogel. Nimm den Vogel
aber berühre auf keinen Fall den goldenen Käfig. Sonst wird ein Unglück geschehen. Iwan Zarewitsch kletterte über die Wand und sah den Feuervogel im vergoldeten Käfig. Er nahm ihn heraus, überlegte, wie bringe ich ihn ohne Käfig bis nach Hause? Womöglich reißt er sich los und ich bekomme eine Strafe. Nein, ich nehme den Käfig mit. Außerdem ist er aus Gold und wertvoll. Aber kaum hatte er den Käfig berührt, wurde es mit einmal im Garten laut. Es spielten Geigen, die Glocken läuteten und die Fanfaren erklangen. Da eilten auch schon die Wachen herbei, packten Iwan Zarewitsch an den Schultern und schleiften ihn vor den Zaren dieses Landes, der Semjon hieß. Und Zar Semjon war sehr böse auf Iwan Zarewitsch. »Du wirst den morgigen Tag nicht mehr leben«, drohte der Zar, »es sei denn, du reitest über 9 Berge in dem Palast der Finsternis, wo Zar Agar lebt, und bringst mir sein goldmähniges Ross, ein tolles Pferd, goldener Mähne. Falls du tust, was ich sage, werde ich dir vergeben und dir den Feuervogel schenken.« Was blieb Iwan Zarewitsch übrig? Er setzte sich auf den Rücken des grauen Wolfes, der pfeilschnell mit ihm losjagte. Er lief und lief, bis er am Schloss von Zar Agab anhielt und dem Zarewitsch sagte. Der Wolf sprach: »Gehe in den Pferdestall aus weißen Steinen, Iwan Zarewitsch, und nimm das goldmähnige Ross mit den goldenen Haaren. An der Wand hängt ein goldenes Zaumzeug. Berühre es auf keinen Fall. Sonst ergeht es dir schlecht.« »Gut«, erwiderte Iwan Zarewitsch. Er ging in den Pferdestall und sah ein Pferd, das weiß war wie Milch und nur die Mähne um seinen Hals war von purem Gold. Iwan Zarewitsch wollte das Pferd aus dem Stall führen, aber es leistete Widerstand. Da sah Iwan an der Wand das Zaumzeug hängen und vergaß, was ihm der Wolf aufgetragen hatte, denn es war aus Gold. Als er jedoch das Zaumzeug berührte, um es vom Nagel zu nehmen, ertönte Lärm, Kanonen, Fanfaren und Trommeln dazu. Die Wachen eilten herbei, fassten Iwan Zarewitsch an den Schultern und brachten ihn zum Zar Agab. Zar Agab ging in seinen Kemantee auf und ab und schwang sein scharfes Schwert in Wut hin und her. »Du wirst nie mehr die Sonne sehen, Iwan Zarewitsch, es sei denn, du reitest über 9 Berge in dem Palast der Finsternis und bringst mir die schöne Königin Jelena. Dann werde ich dir verzeihen und dir das goldmähnige Ross schenken.« Was blieb Iwan Zarewitsch anders übrig? Er stieg wieder auf den Rücken des grauen Wolfes, der durch die tiefen Wälder über hohe Berge mit ihm lief. Er lief und lief, bis er zu einem goldenen Gitter kam. »Springe von meinem Rücken«, »geh auf das weite Feld und warte dort unter der grünen Eiche auf mich.« Iwan Zarewitsch tat, wie ihm der graue Wolf geheißen. »Denn diesmal, Iwan, mache ich es selbst.« Dieser Iwan setzte sich zwischen den Bäumen an ein Gitter. Doch die schöne Jelena ging in den Garten auf der anderen Seite des Gitters spazieren, begleitete ihre Zofen und Hofdamen. Auf einmal sprang der graue Wolf auf, schnappte die schöne Jelena, legte sich über seine Schultern und lief auf das weite Feld unter die grüne Eiche, wo Iwan Zarewitsch wartete. Iwan Zarewitsch sitzte schnell auf, »die Verfolger sind uns auf den Fersen.
Iwan Zarewitsch sprang auf den Wolf und der lief so schnell los, dass ihn keiner einholen konnte. Als sie in das Reich von Zar Agab endlich kamen, hielten sie auf der Wiese und überlegten. Iwan Zarewitsch tat es leid, den Zaren die schöne Jelena zu übergeben, denn er liebte sie mehr als sein Augenlicht. Doch er hatte Zar Agab sein Wort gegeben und das wollte er nicht brechen. Auf einmal kam eine Meise geflogen, zwitscherte und sagte, Jeep, Jeep, Zar Agab möchte die schöne Jelena zur Frau nehmen und Iwan Zarewitsch töten. Nun, wenn die Sache so liegt, entschied der Wolf, wie du mir, so ich dir, schöne Jelena, verstecke dich im Gebüsch, während ich mit Iwan Zarewitsch zum Zar Agab gehe. Der Wolf schlug einen Purzelbaum und verwandelte sich in die schöne Jelena. Iwan Zarewitsch nahm sie an die Hand und brachte die falsche Jelena zu Zar Agab. Gut, sagte der Zar, gib mir die schöne Jelena und nimm dir dafür das goldmähnige Ross. Heimlich gab er jedoch den Wachen ein Zeichen, dass sie Iwan Zarewitsch festnehmen sollten. Da sprang Iwan Zarewitsch auf das goldmähnige Ross und ritt zur wahren schönen Jelena. Der Wolf schlug erneut einen Purzelbaum und verwandelt sich wieder in den grauen Wolf. Er erschreckte den Zaren, bis die Wächter lief in den Wald und holte Iwan Zarewitsch ein. Springe auf, Iwan Zarewitsch, springe auf, mein Rücken! Die schöne Jelena kann auf den goldmähnigen Ross reiten. Wir reiten nun ins Reich von Zar Jemen und tauschen das goldmähnige Ross gegen den Feuervogel. Sie ritten und ritten, bis sie im Reich von Zar Zenon anlangten. Auf einer Weise hielten sie und dachten nach. Plötzlich kam wieder eine Meise angeflogen, zwitscherte und rief, rette dich, Jeep, Jeep, Iwan Zarewitsch, Zar Jemen möchte das Pferd behalten und dich töten, Jeep, Jeep. Iwan Zarewitsch wurde traurig. Die schöne Jelena war betrübt, aber der graue Wolf sprach. Schöne Jelena, reite mit den goldmähnigen Rossen in den tiefen Wald hinein. Und du, Iwan, du bringst mich zum Zaren. Dann schlug er erneut einen Purzelbaum und verwandelte sich in ein wunderschönes Pferd. Iwan nahm das Pferd und brachte es zum Zaren. Bei Zar Semjon warteten schon die Henker mit scharfen Schwertern in der Hand. Gut, sagte Zar Semjon, gut, Iwan Zarewitsch, gib mir das Pferd, dann bekommst du den Feuervogel. Mit der einen Hand überreichte er Iwan den Käfig, mit der anderen gab er den Henkern ein Zeichen. Iwan Zarewitsch nahm den Käfig, die Henker schwangen das Pferd. Auf einmal überschlug sich das Pferd und verwandelte sich in einen Wolf. Dieser stürzte sich auf die Wachen, die sofort die Flucht ergriffen. Iwan Zarewitsch sprang auf den Rücken des Wolfes und verschwand mit ihm. Nun ritten sie nach Hause. Iwan Zarewitsch auf den Rücken des Wolfes, die schöne Jelena auf den goldmähnigen Ross und der Feuervogel im Käfig, der am Sattel des Pferdes festgebunden war. Der Wolf brachte Iwan Zarewitsch bis an die Weggabelung, an der der Stein lag.
Iwan Zarewitsch, morgen sind wir zu Hause, sagte er. Baue ein Zelt auf, damit sich die schöne Jelena etwas ausruhen kann. Und lege auch du dich schlafen. Ich werde so lange auf die Jagd gehen. Iwan Zarewitsch baute ein weißes Zelt auf und schlief ein. Auch die schöne Jelena schlief. Das goldminige Ross lief um das Zelt und der Feuervogel zwitscherte leise ein Liedchen. Auf einmal kamen die Brüder des Iwan Zarewitsch, Fjodor Zarewitsch und Peter Zarewitsch zum weißen Zelt. Sie sahen das goldminige Ross, hörten den Feuervogel und starrten die schöne Jelena an. Sie waren voller Neid gegenüber ihren jüngsten und kleinsten Bruder. Wir töten Iwan und nehmen alles mit. Fjodor Zarewitsch zückte das Schwert und tötete den schlafenden Iwan. Sie packten die schöne Jelena, nahmen den Feuervogel und das goldminige Ross dazu und ritten nach Hause zu ihrem Vater, den Zaren. Niemand hatte etwas gesehen oder gehört. Iwan Zarewitsch ließen sie tot im weißen Zelt zurück. Okay. Das Märchen ist nicht vorbei. Denn der graue Wolf kam zurück. Er weinte und er sank neben Iwan Zarewitsch nieder. Da kam ein Rabe mit seinen Jungen vorbeigeflogen, sah Iwan Zarewitsch tot daliegen und begann über ihn zu kreisen. Der graue Wolf sprang hoch, schnappte sich den Raben und sprach: Ich werde dein Nest plündern und deine Jungen fressen, wenn du nicht sofort losfliegst und das Wasser des Lebens holst. Ich werd's tun. Ich fliege hinter das blaue Meer, hinter die hohen Berge und bringe dir das lebendige Wasser. Der Rabe flog über das Meer und hinter den hohen Bergen. 3 Tage lang flog er. 3 Tage lang saß der Wolf bewegungslos und hielt mit den Pfoten die Jungen des Raben fest. Am 4. Tag kehrte der Rabe zurück und brachte das lebendige Wasser des Lebens. Der Wolf bespritzte Iwan Zarewitsch mit dem toten Wasser, worauf sich die Wunde schloss. Danach bespritzte er ihn noch einmal mit dem lebendigen Wasser. Nun wurde Iwan Zarewitsch wach, streckte sich und sagte: Da hab ich aber gut geschlafen. Ach, Iwan! Wenn ich nicht gewesen wäre, wärst du nie wieder aufgewacht, erklärte ihm der graue Wolf. Während du geschlafen hast, wurde die schöne Jelena von deinen Brüdern entführt, das goldminige Ross und auch der Feuervogel.
Iwan Zarewitsch fing an zu weinen, denn er wusste nicht, was er tun sollte. »Sitze auf«, befahl der Wolf. »Ich erweise dir noch einen letzten Dienst, aber das ist wirklich der letzte. Ich bringe dich des Nachts nach Hause.« Iwan Zarewitsch setzte sich auf den Wolf und der rannte los wie ein Blitz. Ganz früh am Morgen kamen sie zu Hause an. »So, Iwan Zarewitsch, nun endet mein Dienst bei dir«, beschied ihm der Grauwolf. »Nun musst du dein Glück selbst erobern.« Der Grauwolf lief fort und Iwan Zarewitsch ging in den Palast hinein. Dort läuteten die Glocken, erklangen Trompeten, die schöne Jelena und Fjodor Zarewitsch feierten Hochzeit. Es war jedoch eine traurige Hochzeit. Die schöne Jelena vergoss Tränen, die so groß waren wie Perlen. Der Feuervogel verlor seine goldenen Federn und im Stall konnte sich das goldmähnige Ross kaum auf den Beinen. Als Iwan Zarewitsch in den Saal trat, sprang die schöne Jelena auf und rief: »Nicht der, der neben mir sitzt, ist mein wahrer Bräutigam, sondern der an der Tür, der dort steht und mich liebevoll ansieht.« Dann erzählte die schöne Jelena dem Zaren alles. Der Zar wurde böse, jagte seine beiden älteren Söhne für immer aus dem Zarenreich und vermählte Iwan Zarewitsch mit der schönen Jelena. Die Glocken läuteten, die Fanfaren erklangen und die wunderschöne Jelena strahlte wie die Sonne. Der Feuervogel trällerte und das goldmähnige Ross scharrte mit den Hufen. Im Palast fand eine fröhliche Hochzeit statt. Auch ich war dort, trank Met und Bier und Wein dazu. Und es lief und lief am Kinn hinunter, aber der Mund blieb leer. Das war die Geschichte vom Feuervogel, ein russisches Märchen aus vergangener Zeit. Doch, liebe Kinder, wollt ihr noch ein kleines Märchen hören? Ebenfalls aus einem fernen Zarenreich? Nun gut, dann lauschen wir die Klangschale. Wie fängt noch mal jedes Märchen an? Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte eins in einem großen Zarenreich. Ein Zar. Der hatte eine Tochter, die Prinzessin Holga Ivanova. Sie war sterbenskrank. Sämtliche Doktoren, Ärzte und Professoren vermochten es nicht, das arme Kind zu gesunden. Da ließ der ratlose Zar und Vater den Kurier im Lande verrufen. Die Tochter des Zaren ist todsterbenskrank, wer sie mag zu versunden, gesunden, gesunden, der kann womöglich heiraten und ein Zar werden. In
aller Munde ging dieses um, bis davon ein armes Bäuerlein hörte. Er hatte 3 Söhne und sprach: Nun, meine Söhne, ihr seid im heiratsfähigen Alter. Der Zar hat eine sterbenstodkranke Tochter. Und wir haben einen Bananenbaum? Nein. Birnenbaum? Nein. Einen Apfelbaum? Ja. Denn alle guten Dinge sind 3. Und wie ihr wisst, die Äpfel sind so gesund, dass womöglich sogar die Prinzessin davon gesundet. Du, Ältester, geh als erstes los und schenk der Prinzessin Äpfel. Und so wird sie gesund. Der Älteste freute sich, dass er auserkoren, rannte zum Baum, pflückte so viel saftige rote Äpfel, legte sie in seinen Korb und rannte sofort los. Doch er musste durch einen tiefen Wald hindurch. Dort saß sein altes Mütterchen und sprach: Ach, mein Junge, bitte, bitte, hilf mir. Wie soll ich dir helfen? Ich habe selbst genug zu tun. Gib mir einen Schluck zu trinken und einen kleinen Kanten zum Kauen, sonst werde ich sterben. Ha, papplapapp. Was geht's mir an? Doch sag nur, was hast du Schönes in deinem Korb? Was soll es wohl sein? Stinkende Kröten, was sonst? Papplapapp! Und er rannte davon. Das alte Fräulein schmunzelte nun, rieb in den Händen und ging davon. Als der älteste Bruder im Schloss die Prinzessin erreichte, wollte er den Korb übergeben. Doch als die Prinzessin das Tuch öffnete und eine fette, stinkende Kröte ihr entgegensprang, da schrie sie laut auf. Die Wachen stürzten herein und nahmen den ältesten Bruder gefangen, um ihn in den Turm zu sperren. Einen Tag später sprach der Bauersmann: Nun, unser Ältester kommt nicht wieder. Du, Zweitgrößter, du wirst heute gehen. Es hängen noch genügend Äpfel am Baum. Nimm 1, 2, 3 und bring sie der Prinzessin. Versuche dein Glück. Auch er pflückte so viele Äpfel wie möglich. Der Korb war bis oben voll. Und er rannte los, auch wieder durch den dunklen Wald, wo die alte Frau saß. Und diese sprach: Ach, bitte, lieber junger Bursche, hilf mir, hilf mir. Wie soll ich dir helfen? Ich habe selbst genug zu tun. Ach, gib mir was zu trinken und einen Kanten zum Kauen. Papplapapp, ich habe selbst nichts. Was hast du in deinem Korb? Na, Steine, was sonst? Und nun gib Ruhe! Und er rannte davon. Wiederum rieb sich die Alte die Hände und schmunzelte dahin. Er erreichte das Schloss noch vor der Abenddämmerung. Doch den Korb öffnete diesmal die Wache und sie sahen nur Steine. So kam er diesmal nicht mal bis zur Prinzessin heran und wurde sofort zu seinem ältesten Bruder in den Turm gesperrt. Am nächsten Tag, als der Morgen graute, sprach der Bauersmann: Jetzt musst du wohl los, du bist der Jüngste und der Letzte. Doch, mein lieber Sohn, komme wieder und bring auch
deine zwei Brüder heim. Er ging hinaus mit seinem Korb und pflückte zwei Äpfel, keinen mehr oder weniger, legte sie in seinen Korb und ging los. Auch dieser kam durch den dunklen Wald. Das alte Mütterlein: Ach, junger Bursche, bitte hilf mir. Ach, mein liebes Mütchen, wie kann ich dir denn bloß helfen? Ach, gib mir was zu trinken und etwas zum Kauen. So setzte er sich nieder, gab der Frau einen Schluck frischem Wasser und holte einen Apfel aus dem Korb, schnitt diesen in zwei Hälften und jeder kaute eine Hälfte herunter. Nachdem sie aufgegessen hatten, sprach die Frau: Nun, einen guten Weg wünsche ich dir, mein lieber Sohn. Der Junge bedankte sich bei der Alten für den guten Weg von Wünschen her und ging weiter. Er erreichte das Schloss, doch es war schon dunkel. Und so konnte er sich an den Wachen vorbeischleichen, bis hinein in den Palast. Und man soll es nicht glauben, ohne entdeckt zu werden, oh, die Prinzessin, sie lag dort im Bett, aber blass wie eine weiße Wand. Er nahm den letzten Apfel aus seinem Korb, hielt sie über ihren Mund. Da plötzlich füllten sich die Lippen mit feuerroter Farbe. Und erst öffnete sich ein Auge und dann das zweite. Sie sprach: Der Duft des Apfels, ich fühle mich wohl. Ja, Prinzessin, beiß erst herein, dann wirst du ein Wunder erleben. Und die Prinzessin biss in den Apfel und alle Blassheit und Krankheit ist davongeflogen. Da dauerte es nicht lang und sogleich kam der Zar rein und überreichte seiner Prinzessin die Krone. Sie sprach: Vater, wozu brauche ich eine Krone? Nun, mein Kind, dieser ist dein Ritter. Du kannst ihn zum Manne nehmen, wenn du willst. Oh ja, Vater, ich mag ihn so gern. Ich mag ihn, ich will ihn doch heiraten. Das wird sich zeigen wohl. Nun, dann bleibe hier. Hast du einen Wunsch? Ja, ich möchte liebend gerne bei euch leben, doch vorerst lasst meine Brüder frei. Niemals lasse ich eure Brüder frei. Doch bitte, lieber Zar. Der Zar schloss die Tür und ging hinaus. Nun frage ich euch, liebe Kinder, ein Zar, der auf so einem Thron sitzt, wie kann man diesen erweichen? Gegen sein hartes Wort zu sprechen? Ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es. Doch einige Jahre später lebten die zwei Brüder im Haus des Vaters und der Vater bekam einen großen Garten mit vielen, vielen Apfelbäumen dazu. Doch der Jüngste heiratete die schöne Prinzessin und in seinem Garten standen hunderte von Bananenbäumen? Nein. Birnenbäumen? Nein. Sondern, ja, Äpfelbäumen. Und das war das Märchen vom Wunderapfel, erzählt von der Märchendrossel. Die Märchendrossel wünscht euch noch einen schönen Tag und dankt allen für die Aufmerksamkeit.